Moin Leute, willkommen zur weiteren Folge von Minecraft 7 Days to Change. Was ist so laut gerade? Regnet es gerade? Ja. Obwohl ich gerade Peaceful gestellt habe, ich hab ein bisschen genervt, ich habe gerade die Welt ein bisschen wieder erkundet. Ich mache den Sound ein bisschen leiser. So. Ich habe jetzt 4 Monate lang, nee, dreieinhalb bis fast 4 Monate nicht aufgenommen. Also das hier nicht aufgenommen, weil auf einmal war mein Inventar weg. Und wir hatten zum Glück noch 3 Diamanten. Immerhin haben wir jetzt Eisen. Blip. Gold habe ich auch mal reingeschmissen. Das große Problem ist mit diesem fucking Weizen. Man kriegt. Wir brauchen irgendwie mehr Weizen. Seeds da. So, duck, 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 duck. Ach, schade, das geht nicht. Ich muss noch alles auf der Hand ausrüsten. Schuhe brauchen wir definitiv noch. Schuhe. Ein paar Eisboots. Kann aber schnell ein Schwert. Dann mache ich lieber nochmal eine Eisenpicke. Damit wir die Diapicke nicht so verschwenden müssen. Und das reicht eigentlich erstmal. So, das kann weg. Wir holen uns einmal Pilze, weil ich mal beim Erkunden gesehen habe, dass hier. Waren hier viele Pilze? Nein. Nein. Irgendwo hat man eine Höhle mit sehr vielen Pilzen. Hier ist mal ein bisschen ausgeleuchtet auf jeden Fall. Weil es war hier stockdunkel drin, ne? Läuft auch noch ein bisschen aus. Aber wir könnten ja noch mal schnell einen Kompass craften. Dann wollen wir wieder zurück zum Haus finden. So. So. Machen wir den Sound mal ein bisschen leiser hier. Ein bisschen leise auf. Den machen wir so auf, 34% und 60%. Nee, halb so. So, hier stehe ich mal ein bisschen mehr aufs Mikrofon ein, damit ich mich mal ein bisschen mehr selbst höre. Leise. Wie ging denn eigentlich? War es so? Ja, so war es. Da haben wir noch 30 Eisen rumliegen. Und ein bisschen Redstone. Noch Redstone genügend. Also für später für die ganzen technischen Sachen. Ein paar Blöcke haben wir auch dabei. Das muss erstmal wachsen hier. Schaufeln haben wir auch ein bisschen was dabei. Hier ist das Dach noch nicht mal wirklich fertig. Ich bin nämlich überlegen hier, weil hier soll ja Glowstone rein, in dieser Reihe. Und hier auch. Ich habe mich halt überlegen, sogar hier nochmal in diese einzelne Reihe nochmal Glowstone rein zu klatschen. Okay, die Wassertextur sieht dann nicht so wirklich gut aus so. So, dann jumpen wir mal schnell hier runter.
Ups, das war falsch hier. Ja, ne, war falsch. So, hier lang müssen wir. Ja, wir machen dann gleich mal Strip Mining. Vielleicht nehmen wir vorher jetzt aber einen Löscheimer mit. Den wir gleich auch mal voll machen. So, ich habe einfach nochmal schnell neue Verbindungswege gerade, natürlich wir wieder die ganze Zeit gegenjumpen müssen. Ich sehe kein Wasser. Ich höre es aber. Das ist eine kleine Kuhle, also eine kleine. Das ist nichts Besonderes hier. Oh, ich habe Eisen. Und Dias. Lol. Nice. Für Dias. Oh mein Gott. Doch wieder safe. Oh, 5 Dias, Alter. Wie kommt mir die damals so sehen? Ich glaube, ich habe letzte Folge irgendwann Anfang April hochgeladen, also aufgenommen. Ja. Ich habe vergessen, wo der vernünftige Eingang zum Höhlensystem war. Das war immer wieder ein Stück hier lang gehen. Dann geht es nämlich hier hoch. Und hier ging es runter, dann ging es hier auch nochmal hoch. Und weil, als man hier hochgegangen ist, war hier nichts. Aha. Oh, lol. Da hinten ging es wieder zum Anfang. Ah, hier lang ging's. So, ist das verwirrend. Welche Erhöhung sind wir gerade? 19, also hier gibt's keinen Dias. So, auf Höhe. Auf der Höhe dürft's gehen. Mach ich da eigentlich? Eigentlich wollte ich das Trip malen. Erstmal, so. So. Wie ist denn unsere Erde? Lol. Ich habe immer wenn wir Dias haben und Lava hier ist, habe ich mega Angst. Vielleicht reinfallen. Kann man verstehen, so oft wie wir am Lava draufgegangen sind. Jetzt dann nehmen wir uns mal nicht, das ist so riskant. Ich brauche es mir, glaube ich. Ein bisschen Rettungsdings. Ist klar, Alter. Was macht er da?
Einfach in dieser Version, also in den Zeiten quasi. Ist noch relativ wenig. Wie heißt es hier? Ja, noch relativ wenig Diamanten. Ich glaube, da hinten ist. Ist da Obsidian? Ne, ist ein Lichtbug einfach nur. Ja, gut. Ja, Alter, wie viel Eisen wir haben. Immerhin, solange wir Eisen haben, haben wir einen Vorteil. Wir können uns immer noch vernünftige Werkzeuge machen. Aber die ist wenn besser. Wird zu hoch hier. Höhe 18 zu hoch. Dann Redstone und Kohle. Lol, hier ist Wasser. Haben wir nochmal Eisen? Das ist ja gut, hatte Minecraft-Sound, wenn man Schaden bekommen hat. Schade, dass der auch nicht mehr dabei ist. So. Machen wir uns jetzt hier oben den Löffel. Hallo, ne, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. So. Haben wir Eisen. So gut. Da hinten geht auch noch mal lang, lol. Wie groß ist das, Alter? Aber hier hinten ist einfach zu. Ah, hier sind wir wieder. Ja, nehmen wir mal hier Kohle. Dann wieder ein bisschen Kohle. Verdammt. Ich hoffe, dass wir auf eine Diamantenader stoßen. Aber immerhin sind in diesen Versionen noch nicht die krassen Mobs dabei. Die krassen Mobs kommen ja alle noch. Ich sag sowas wie Ender Dragon, Endermans. Und so, das war ja alles in dieser Version. Die kommen ja auch erst in den. Ich glaube, in den nächsten Up. Den nächsten ein, zwei Updates müsste es kommen. So. Ah, hier war das. Dann müssen wir jetzt hier rüber. Wir haben keinen Sticks mitgenommen. Nein, ne? Wie sag ich, keinen Sticks mitgenommen? Ich bin also dümmlich, ich habe keinen Sticks mitgenommen. Später haben wir Wesen Dynamic Lights und so. Hier sieht nach nichts aus irgendwie. Also Redstone brauchen wir es gerade nicht. Lol. Lol. Das war jetzt wirklich ein creepy Zufall. Weil es ist wieder ein Teil aus der Haupthöhle.
bin auf der richtigen Höhe. Ja, sind wir auf Höhe 12. Ich kann gucken, ob ich das Spiel heller stellen kann. Video Settings. Es gibt einen 3D-Mode. Far, fast. Ah, Helligkeit-Mode gab es noch nicht. Ich freue mich. Aber ich fand es schon, als dann irgendwie die Sprachen, als man die Sprachen einstellen konnte. Ha! Lol. Okay. Na, der wird auf einem Gravel-Vorrat gebaut, Alter, das ist gar nicht. So. So. Gucken wir ganz kurz, wie lange die Aufnahme schon geht. 17 Minuten. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.